So, versuchen wir mal das eben Erlernte auf die Aufgabe 6 anzuwenden. Da müssen wir so ein bisschen linear zusammenfassen. Wir haben linear deshalb, weil wir keine Potenzen für die x haben. Und jetzt fängt man an, erstmal so ein bisschen hier aufzuräumen. Aufräumen bedeutet immer erstmal Klammern auflösen und gucken, inwieweit man das dann zusammenfassen kann. Hier haben wir Minus vor der Klammer. Das heißt, wir haben hier minus 23 und dann Minus mal Minus gibt Plus, also plus 48. Die Klammer ist unnütz, die kann man weglassen. Bei der Klammer hier hinten ist wieder ein Minus vor die 24 und das zweite Vorzeichen dreht sich um. So, nun können wir anfangen zusammenzurechnen. Und zwar schauen wir mal alles, was ein x hat. Da haben wir 12x, 23x, noch ein x. 12x, 23x, noch ein x, alle mal zusammenschreiben. Und dann haben wir hier die 3, die 48 und die 93 auf die andere Seite, also dahinter. Hier haben wir 58, 24, das können wir ruhig schon mal ausrechnen, das sind nämlich 34. Und 44 plus 6 sind 50. So, die Seite ausgerechnet ergibt 12 minus 23 plus 1, minus 11 plus 1 sind minus 10. Und die Seite steht immer noch da. Jetzt können wir hier so ein bisschen aufräumen. Und zwar alles mit x auf eine Seite. Wir haben uns hier mal diese Seite ausgesucht. Und alles ohne x auf die andere. Das heißt also, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen wollen, müssen wir plus 10x rechnen. Denn minus 10x plus 10x sind hier nichts mehr. Und 34x plus 10x sind 44x. Wenn wir die 50 auf die andere Seite bekommen wollen, da müssen wir hier, weil hier ein Plus steht, minus 50 rechnen und 138 minus 50 sind 88. Jetzt ist hier noch die 44 über. Um die auf die andere Seite zu bekommen, müssen wir durch 44 rechnen. 88 durch 2, durch 44 ist 2. Und damit hätten wir den ersten Teil schon gelöst, indem wir wirklich ganz einfache Umformungen benutzt haben. Und das Ganze einfach nur sauber und ordentlich aufgeschrieben haben. So, das Ganze jetzt vielleicht manchmal etwas schneller, weil man es ja vielleicht schon mit ein bisschen Übung überblickt. Wenn ein Minus vor der Klammer steht, immer das Minus hierfür übernehmen. Es steht in der Klammer natürlich auch noch ein Minus, dann kommt hier ein Plus hin. Also minus 19x minus 51 minus 11x minus 4 minus 39x minus 45. Hier bleibt es, wie es ist, weil das Plus nichts verändert. Und dann die minus 24. Dann sortieren wir wieder alles mit x zum Beispiel nach vorne. Das sind hier diese, die hier drin stehen. Alles ohne x dann dahinter. Bisschen ausrechnen. Und jetzt wird wieder alles mit x auf eine Seite getan. Alles ohne x auf die andere Seite. Und wenn wir hier das einfach ausrechnen, nämlich plus 31 auf die Seite, haben wir hier schon x stehen und dies hier ist das Ergebnis der Subtraktion, im Prinzip 55 minus 76. Und schon ist die Gleichung gelöst. So, im Teil A, der dritte, haben wir wieder hier die Minuszeichen, die wir hier reinzurechnen haben. Auch da dann aufpassen, alles sortieren. Hier steht mal das mit x alles hinten. Es ist nämlich völlig egal, wo wir es hinsortieren. Wichtig ist nur, dass man die Vorzeichen mitnimmt. Dann richtig zusammenrechnen. Dann wieder sortieren. Alles mit x zum Beispiel darüber. Minus 26 plus 26. Alles ohne x auf die andere Seite. Aus minus 7 wird plus 7. Und schon haben wir das Ergebnis dort stehen, wenn wir noch durch 18 teilen. So, Teil B. Läuft das ähnlich? Die sind teilweise sogar etwas einfacher, übersichtlicher. Hier müssen wir nur ein bisschen ausmultiplizieren. Da haben wir nicht nur das Minuszeichen mitzunehmen, sondern auch die 2. Die 2 müssen wir auf jeden der einzelnen Summanden beziehen. Hier vorne passiert gar nichts. Hier haben wir 2 mal 4t sind 8t und 2 mal minus 1 ist minus 2. Die minus 10 bleibt wieder stehen. So, dann können wir wieder ein bisschen ausrechnen, sortieren, das heißt alles zum Beispiel mit t auf diese Seite, alles ohne t auf die Seite. Dann haben wir hier minus 2t ist gleich 14.
Aber jetzt noch durch minus 2 teilen, kommen wir auf die 7. So geht das weiter. Hier wieder ausmultiplizieren, der mit jeweils die 3 jeweils einzeln auf die einzelnen Summanden beziehen. 3 mal 2x sind 6x. 3 mal minus 3 sind minus 9. So wieder ein bisschen aufräumen. 18 minus 9 sind 9. Auf die andere Seite sind minus 6. Durch 6 geteilt gibt minus 1. Sie sehen, man kann da relativ schnell sein. Man muss da auch nicht so viele Zeilen investieren. Es gibt Leute, die überblicken das deutlich schneller und können schon einige Zeilen dazwischen weglassen. So, auch hier wieder ausmultiplizieren und sortieren, ausmultiplizieren, sortieren, vernünftig ausrechnen, also ein bisschen alles auf die eine Seite und andere Seite bringen. Das heißt, hier haben wir die 10x dahin genommen, die 8 auf diese Seite. Dann haben wir hier stehen 4x gleich 12, durch 4 geteilt, kommen wir auf die 3. So etwas sollte hoffentlich kein Problem darstellen. Bei der Aufgabe C haben wir es jetzt hier mit Quadraten zu tun. Nichtsdestotrotz sind es am Schluss lineare Gleichungen, denn hier unten in der Lösungsgleichung kommt kein Quadrat mehr drin vor. Deswegen läuft es trotz allem unter linearer Gleichung. So, wie geht das jetzt? Wenn man so etwas hier ausmultiplizieren möchte, dann schreibt man sich in 4x plus 3 mal 4x plus 3. Oder man macht es mit der binomischen Formel. Einfacher als binomische Formel. Nur wenn man binomische Formel anwendet, dann muss man natürlich sagen, okay, dieses ganze Ding muss ins Quadrat. 4 ins Quadrat ist 16, x ins Quadrat ist x Quadrat. Sieht man natürlich auch hier, denn 4 mal x ist letztendlich 4 mal 4 mal x, also 16x Quadrat. Dann geht es weiter, plus 24x plus 9, der geneigte Hörer möge das nachrechnen, genauso bitte hier Acht geben, 3 mal 3 ist 9, x mal x ist x Quadrat, das geht häufig schief, bitte darauf aufpassen. Und hier hinten haben wir die dritte binomische Formel, 5 mal 5 sind 25, x Quadrat minus 9. Hier haben wir ja einen Vorzeichenwechsel drin. So, jetzt können wir anfangen wieder aufzuräumen. 16x plus 9x sind 25x. Hier hinten haben wir auch 25x. Wenn wir die wieder rausnehmen, fallen sie weg. Dann haben wir hier 24x plus 42x sind 66. Hier haben wir kein x mehr. 57 minus 9 können wir auch direkt hinschreiben. So, die 57 auf die Seite, die 66x bleiben, wo sie sind. Und schon haben wir 66x. Ist gleich minus 66. Jedem wird es klar sein, dass wenn man durch 66 teilt, die Lösung x gleich minus 1 plausibel erscheint. In der nächsten Aufgabe. Sieht so ähnlich aus wie das, wird nur immer ein bisschen länger. Auch deshalb, damit man die Angstschwelle so ein bisschen vor so etwas längeren, unhandlicheren Aufgaben abbaut. Aber auch hier ist es eigentlich nicht schwer, wenn man sich das genau anguckt. Der erste Term ist dieses Stück hier mit der binomischen Formel gerechnet. Der zweite Term kommt hier raus. Der dritte Term ist hier einfach nur ausgerechnet. Das ist der Teil. Dann haben wir hier 5x plus 6. Die haben wir natürlich hier dann hinten dran hängen. Dann hätten wir hier noch so einen Ausdruck minus 4x plus 3. Da muss man aufpassen, dass man hier natürlich alle Vorzeichen umdreht. Wenn man das nicht möchte, macht man erstmal noch eine Klammer drumherum. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wer es überblickt, darf es natürlich auch so hinschreiben. Und dann haben wir hier noch die dritte binomische Formel, die sich dann hier findet. Achtung, wieder mit getauschten Vorzeichen, weil da vorne ein Minus steht und die 56 wird einfach übernommen. So, dann wird zusammengefasst und umgeformt. Das Ganze mal hier ausnahmsweise in einem Schritt. Die x² fallen raus, ein bisschen aufräumen und schon kommen wir auch auf die Lösung.
Sollten Sie Schwierigkeiten damit gehabt haben, rechnen Sie es einfach langsam nochmal. Jetzt mit dem aufgeräumten Ergebnis müsste das eigentlich funktionieren. Auch hier noch einmal farbig gestaltet, was wozu gehört. Hier haben wir 4x minus 5 zum Quadrat. Das geht natürlich hier dazu. Und zwar ist das die zweite binomische Formel. Dann haben wir diesen Teil hier 2x plus 3 mit dem Minuszeichen davor. Deswegen hier auch den Vorzeichenwechsel dort drin. Dann haben wir hier die dritte binomische Formel, die sich hier wieder findet, auch mit einem natürlich Vorzeichenwechsel, weil hier das Minus davor steht. Dann haben wir etwas, was wir einfach ausmultiplizieren müssen, ohne weiteres Nachdenken. Und wenn man das macht und ein bisschen zusammenfasst, kommt man auf das, die 11 wird übertragen. So, dann wird ein bisschen umgerechnet und zusammengerechnet. Die x Quadrat, die fallen wieder raus. Und dann wird wieder aufgeräumt, alles mit x auf eine Seite, alles ohne x auf die andere. Und dann können wir durch 32 teilen. So, also direkt die auflösen und rechnen sollte damit hoffentlich soweit erstmal klar sein. Ansonsten gab es hier noch im Teil D ein paar Textaufgaben. Da muss man sich immer überlegen, wie kriegt man das hin, dass man eine Variable da findet. Vielleicht x die Länge der längsten oder der kürzesten Etappe. Wichtig ist nur, dass man sich hinschreibt, was es gerade ist. Wenn x die kürzeste Etappe ist und die erstnächste Etappe 2 Kilometer länger sein soll und die dritte dann auch wieder 2 Kilometer länger, dann hätte ich natürlich statt 2 mal 2 auch 2 plus 2 schreiben können, beide mal 4. Das Ganze wird aufgelöst. Jetzt haben wir nichts mehr mit dem Text zu tun. Jetzt können wir einfach rechnen. 1, 2, 3, x. 2 plus 2 mal 2 sind 6. Und dann haben wir hier noch die 25, 5. Das heißt, die 6 kommt auf die andere Seite. Wir rechnen hier minus 6. Und teilen dann die ganze Geschichte noch durch 3, weil die 3 da vorne über ist. Das heißt, die kürzeste Etappe ist dann 6,5 Kilometer lang und die nächsten jeweils 2 Kilometer drauf ergeben sich 8,5 und 10,5 Kilometer. So ähnlich funktioniert das natürlich auch für die Hühner und die Hasen. Wir haben hier Köpfe, Beine und Hühner, Hasen, da sollte man sich jetzt überlegen, okay, wenn x meine Anzahl von Hühnern ist, dann hat er hinterher 25 minus x Hasen, weil insgesamt hat er ja 25 Tiere. Ein Huhn hat normalerweise 2, ein Hase 4 Beine. Damit gilt für die Beine, wir haben 2 mal x Beine für die Hühner und 4 mal 4 Beine für den Rest, also für die Hasen. Insgesamt haben wir 70 Beine, das sind die 70. Lösen wir das Ganze ein bisschen auf. Das heißt, wir haben jetzt hier 2x, da passiert nichts. 4 mal 25 sind die 100. 4 mal x sind minus 4x. Das heißt, wir haben jetzt, wenn die 100 auf die Seite gehen, minus 100, haben wir dann 2x minus 4x sind minus 2x und 70 minus 100 sind minus 30. Wenn wir das Ganze jetzt noch durch minus 30 teilen, dann kommen wir auf 15 Hühner. Und wenn er 15 Hühner hat, dann hat er analog 10 Hasen, weil 10 ist ja nichts anderes als 25 minus 15. So, es bleibt uns noch eine letzte Aufgabe. Wir haben einen Mann, heute 46, Neffe 14. Wann ist der Mann dreimal so alt wie sein Neffe? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte wissen, wie viel Zeit die vergeht in Jahren, dann ist x meine Zeit in Jahren, die vergeht. Dann muss ich sagen, okay, bei beiden vergeht die gleiche Zeit. X plus 14 ist die Zeit, das Alter von dem Jungen nach der Zeit und 46 plus x ist das Alter von meinem Mann, von meinem älteren Herrn. So, ich will jetzt wissen, wann ist der dreimal so alt, also wann ist dreimal diese Zahl gleich die? So, jetzt muss ich das nur ausmultiplizieren. 3 mal 14 ist 42. Also 46 plus x ist gleich 42 plus 3 mal x. Jetzt wieder wie gehabt rechnen. 42 abziehen, haben wir hier 4. Da nochmal x abziehen,
Also haben wir da 2x durch 2 teilen. Also haben wir das Ganze schon in 2 Jahren.